Wieso Red Dead Redemption 2 vermutlich auf der E3 präsentiert wird, wie ein Paketversand Crytek gerettet hat und alles zu einem creepy Twitch-Stream mit einem Mann in einer Zelle, gibt es heute mit mir, Luke, in den Textkalibur News. Ach ja, Reddit, eine schmutzig dunkelfeuchte Kellerecke des Internets. Und wie es in solchen Ecken üblich ist, wächst und gedeiht da allerhand an Dingen heran. In diesem Fall neue Gerüchte über Red Dead Redemption 2. Der User AnonDN1978, was für ein lamer Throwaway, behauptet, ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter zu sein und streut die Saat neuer Gerüchte um den so sehr ersehnten zweiten Teil des Western-Spiels. Angeblich spielt es 12 Jahre vor dem ersten Teil im selben Setting und hat genau wie GTA 5 3 spielbare Hauptcharaktere. 2 von denen sind alte Bekannte aus dem ersten Teil, Irish und Seth. Ersteren kennt man ja sehr gut noch anhand seines verwirrten Geistes. Im neuen Spiel soll man erfahren, wie es dazu kam. Der dritte Charakter soll dann ähnlich wie in GTA Online vom Spieler selbst erstellt werden. Auch sein eigenes Pferd kann man wohl gestalten und einen Multiplayer soll es auch geben. Was an den Gerüchten dran ist, erfahren wir dann wohl erst spätestens auf der E3. Schon Mitte letzten Monats kam ja das Gerücht auf, dass es eine mysteriöse Lizenzvereinbarung um Crytek gab. Das Studio stand 2014 vor dem Bankrott und alles, weil sie sich mal eben dachten, geil, lass mal Free-to-Play-Titel entwickeln, fettes Cash ranholen. Hat ja super geklappt. Doch wieder erwarten gibt es den Konzern bis heute. Was ist da passiert? Nun, neuesten Gerüchten zufolge soll der Versandhändler Amazon sich die Rechte an der CryEngine gesichert haben. Angeblich zwischen 50 und 70 Millionen US-Dollar sollen geflossen sein. Was Amazon da genau jetzt mit vorhat, ist absolut unklar. Das Unternehmen sicherte sich allerdings bereits die Portal-Designerin und den ehemaligen Ubisoft-Chef sowie das Entwicklerstudio Double Helix. Also mal sehen, was da noch kommt. Vielleicht kommt ja ein Prime-Streaming-Game-Dienst. Vielleicht. Square Enix creept uns mit einer Promo für ein Spiel ordentlich an. Auf Twitch läuft seit einigen Stunden jetzt schon ein Livestream, in dem eine Art Zelle mit einem jungen Mann darin zu sehen ist. Unter anderem meditiert dieser, läuft im Kreis herum, minutenlang, oder wird von Wachmännern mit Roboarmen vermöbelt. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, mit bestimmten Befehlen den Kamerawinkel zu wechseln. Das alles ist eine Promo für ein Spiel, das von einem ihrer Entwicklerstudios morgen announced werden soll. Das Ganze läuft unter dem Titel Project CKP. Das steht für Can't Kill Progress. Vermutungen der Community gehen in Richtung des neuen Deus Ex-Teiles aufgrund der Roboarme der Wächter. Und andere vermuten auch einen neuen Hitman-Teil. Denkbar wäre beides, obwohl natürlich auch die Chance besteht, dass mit Project CKP ein komplett neues Franchise entsteht. Der PR-Gag ist auf jeden Fall gelungen. Der Stream hat eine relativ hohe Zuschauerzahl und wächst von Augenblick zu Augenblick. Was für eine Art Spiel steckt wohl hinter dem Stream? Was haben wir in Zukunft gaming-technisch von Amazon zu erwarten? Und wie würde euer Pferd in Red Dead Redemption 2 heißen? Das letzte ist die wichtigste Frage. Am oberen Bildrahmen findet ihr ein kleines i, auf dem ihr zu diesen beiden Videos hier nochmal kommt. In der Mitte gibt es für alle Neuzugänge noch den Abo-Knopf und heute um 19 Uhr gibt es noch ein sexy 7-Up. Tschüss.